Hey everybody, on this week's episode of Ship Shape, we're sitting down with, what's your title, Josh? Hi Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Voiceover hier auf dem Crash Academy Channel. Ich bin Sawyer und ich führe euch heute durch die Drake Herald Whitebox Phase. Wir haben Jared Huckabee, den Host, und außerdem Josh Koons, den 3D Artist, der sich jetzt um die Drake Herald kümmern wird. Ja, die Drake Herald ist seit einer ganzen Weile in Arbeit gewesen. Letztes Jahr hat die Arbeit daran begonnen, wobei sie jetzt gesagt haben, sie mussten die Arbeit etwas Stunden also zurückstellen, um eben an anderen Konzepten zu arbeiten. Inzwischen ist die Arbeit aber wieder mit Vollgas sozusagen aufgenommen worden. Josh Koons ist jetzt Lead Designer für dieses Schiff und es ist tatsächlich auch sein erstes eigenes Solo-Projekt, was er von außen nach innen, also das gesamte Schiff als Design darstellt. Das heißt, er wird sich jetzt hier mit voller Energie reinstürzen, um die Drake Herald eben zu dem zu machen, was sie irgendwann sein soll. Und er nennt sie selbst einen Inforunner. Das heißt, es ist ein Schiff, was vornehmlich dafür gedacht ist, Daten zu transportieren. Er nennt es technisch gesehen einen Single-Seater, wobei er dazu sagt, dass man einen Freund, also jemanden mitbringen kann, um zusammen das Schiff zu operieren. Das bedeutet, man wird also nur einen Piloten Sitz, aber ein zweiter kann in jedem Fall Aufgaben daran übernehmen. Dementsprechend werden wir uns in dieser Whitebox-Phase jetzt hier anschauen, wie weit sie schon sind und was alles noch für Phasen nötig sind, um das Schiff dann schluss und letztendlich in die Hangars bzw. auch in das Persistent Universe zu bringen. Where was the ship left at when you came aboard it? Als erstes fragt Discolando nun also nach, wo das Schiff eigentlich war, in welchem Status es sich befunden hat, als er die Arbeit übernommen hat. Und er hat gesagt, das Schiff war schon großteilig soweit modelliert. Es war schon von der Konzeptart, also von dem Konzeptart soweit fertig, dass man es schon relativ konkret vor sich haben konnte. Das heißt, es ist eigentlich sehr viel typischer für eine Phase, dass es noch sehr viel weniger ausgearbeitet ist, als die Herald jetzt in dem Punkt war. Allerdings sagen sie dazu, Sie haben ja jetzt sehr viel mehr Erfahrungen gesammelt, was die Herstellung von Schiffen angeht. Das bedeutet, sie konnten die Erfahrungen, die die Pause beinhaltet hat, in der die Herald sozusagen on hold war, also nicht daran weitergearbeitet wurde, nutzen, um die Erfahrungen, die sie aus anderen Schiffen gesammelt haben, eben jetzt mit in die Bearbeitung zu bringen. Und Josh Koons ist jetzt also sehr zuversichtlich, dass er sagt, das hilft ihm sehr, um das Schiff jetzt wirklich zu finalisieren und ein ganzes Stück weiterzubringen. Sie sagen auch, momentan in diesem Moment befindet es sich eben in der Whitebox-Phase. Die Whitebox-Phase ist eine Phase vor der Greybox-Phase, wo es dann sehr viel konkreter wird. Und jetzt sieht das Schiff schon sehr viel genauer aus, als es eigentlich für eine Whitebox üblich ist. Das liegt an der Vorarbeit, die da schon gemacht wurde. Deshalb kann er jetzt schon sehr, sehr viel mehr zeigen, als eine normale Whitebox-Phase eigentlich beinhalten würde. Und sie müssen jetzt trotzdem an viele, viele Ecken noch ran, damit eben die Bewegungen im Schiff für den Charakter stimmen und damit die Verhältnisse alle stimmen. Darauf wird er jetzt in dem nächsten Teil jetzt auch im Detail eingehen. What a typical white box would look like. But the white box affords us. Obwohl die Whitebox-Phase noch ein sehr vorläufiges Bild des Schiffs zeigt, ermöglicht sie ihnen doch sehr viel Zeit und Energie zu sparen, weil das Grobe des Schiffs schon mal ausgebaut werden kann. Das heißt, es kann schon mal gezeigt werden, wie das Schiff an sich aussehen soll, um dann in der Greybox-Phase immer weiter verfeinert zu werden und dann auch von den Animators nochmal den letzten Schliff zu bekommen. Und dementsprechend ist die Whitebox-Phase ein sehr, sehr wichtiger Teil. Discolando fragt auch an der Stelle, was der jetzt konkret verändern muss. So redet er zum Beispiel vom Cockpit. Das Cockpit war in dem ursprünglichen Design zu nadelförmig, das heißt, es war zu spitz zulaufend. Sie haben dementsprechend daran gearbeitet, es ein bisschen interessanter zu gestalten, es ein bisschen auszuweiten. Und davon ging es dann auch aus in den Innenraum, denn den werden wir später noch etwas genauer sehen. Er sagt also, der war so eng, dass es nicht möglich war, dass der Pilot, wenn er hinten an demjenigen, der an der Konsole sitzt und dementsprechend auch einen Sitzplatz hat, vorbeilaufen wollte, dass er überhaupt nicht daran vorbeikam. Das heißt, er musste insgesamt das Schiff etwas verbreitern in seiner Silhouette, musste eben sicherstellen, dass der Innenraum auch zum Äußeren passt. Es ist also an sich ein bisschen breiter geworden, damit eben der Pilot auch problemlos an seinem Unterstützer daran vorbeikommt und eben auch hinten im Schiff den restlichen Teil begehbar machen kann. Sie haben viele Details, die sie noch ausarbeiten müssen.
So musste er jetzt zum Beispiel insbesondere sich um das Landing Gear, also tatsächlich ja, die Landekufen kümmern. Die waren auch noch nicht ausentwickelt und waren vor allem zu klein, um das, die Masse des Schiffs tragen zu können. Das ist eben das Schöne an der Whitebox-Phase. Man sieht sozusagen ein paar vorläufige Animationen, die dann nochmal genauer gemacht werden von dem Animation-Team. Jetzt ist es sozusagen wirklich nur ein echtes Mockup, wie es dann später aussehen soll. Aber das ermöglicht eben die Whitebox-Phase, um sich über erst grobe Probleme sicher zu werden, um sie dann schließlich in der Greybox und mit den Animations zu verfeinern. Already is, there's still some functionality as far as Einige Funktionen und Funktionalitäten wurden auch von ihm noch nicht bearbeitet, so zum Beispiel die Data Storage, das heißt dort, wo die Daten gespeichert werden sollten, da macht er sich jetzt noch nicht dran, das kommt dann tatsächlich erst in der genaueren Greybox-Phase. Discolando witzelt, dass es ein bisschen aussieht wie ein sehr, sehr weit entwickeltes Fahrradschloss, wo man so seine Kombination eingeben muss. Das ist tatsächlich ein Teil, dass das hier eine verschlüsselte Technik enthalten wird, die aber, wie gesagt, an dem Punkt noch nicht ausentwickelt ist. Und Josh Koons wiederum zeigt jetzt gleich etwas sehr, sehr Spannendes, und zwar geht es jetzt um ja, die Satellitenschüsseln, also im Endeffekt die Schüsseln, die dazu in der Lage sein sollen, eben auch über den tiefen Raum Kommunikation zu ermöglichen. Das ist ein Teil, den die Herald ausmachen wird. Das heißt, dass man über lange Reichweiten im Raum eben kommunizieren kann. Da gab es sehr, sehr verschiedene Entwürfe für diese Schüsseln, um die an das Schiff anzubringen. Wir haben verschiedenste Concept-Arts dazu gesehen. Chris Roberts hat dann das ausgesucht, was ihm am besten gefällt, und Josh Koons hat dann wiederum das eingebaut in die Animation. Man sieht es jetzt, es ist wirklich eine grobe Animation, aber man kann sich vorstellen, wie sich das Schiff eben entfaltet, um als Kommunikationsplattform zu dienen und sozusagen wirklich als fliegende Sendeantenne über den tiefen Raum eben den Spielern die Kommunikation ermöglichen zu können. Entry was not on metric. Der Einstiegsbereich wurde von ihm komplett redesigned, also komplett neu gemacht. Der war in den ursprünglichen Konzeptbildern eigentlich eher wie so eine Art, ja, von einem Learjet oder Privatjet, der sich so als eine Art Stufe, eine Treppe entfaltet hat. Da haben sie sich nochmal an den Design Guide, also den Style Guide von Drake Interplanetary rangesetzt und sich angesehen, wie würden die das designen, dieser Hersteller. Und sie haben gesagt, sie sind immer sehr praktisch. Sie sind immer so, dass sie sagen, ohne großes Brimborium, ohne dass es jetzt groß darum geht, das Schickste und Schönste zu schaffen. Es soll praktisch sein, es soll handelbar sein und vor allem, es soll auch wenig daran kaputt gehen können. Deshalb hat er die Tür und den Einstieg jetzt so designt, wie er der Meinung ist, dass Drake es auch machen würde, mit einer einfachen Leiter, damit die Leute eben reinkommen können, ohne dass jetzt sie über so eine Treppe laufen müssen. Und das hat er jetzt auch dem metrischen System dort angepasst. Also das heißt, jetzt ist jetzt auch wirklich so, dass es für die Charaktere funktioniert. Discolando fragt dann, was es bei diesen Intakes, also tatsächlich ja, diesen zunächst wie Ansaugstutzen aussehenden in kleinen Seitenteilen auf sich hat. Und da hat es tatsächlich auch eine Änderung gegeben im Gegensatz zum vorherigen Concept Art Post. Das bedeutet, hier befinden sich jetzt, das ist kein Intake in diesem Sinne, das heißt, hier wird nicht Luft angesaugt für den Atmosphärenflug zum Beispiel, sondern es handelt sich tatsächlich um die Raketen, die dort sich jetzt da drin befinden. Sie haben die Raketengröße auch verändert, von ursprünglich Size 1 Missiles zu Size 2, sind also etwas größer geworden und zeigen jetzt die ursprüngliche Concept Art und erklären, warum sie sich dafür entschieden haben. Sie haben also gesagt, früher waren die Raketen oben an den Flügeln angebracht. Das hat designmäßig erstens überhaupt nicht funktioniert. Man sieht es also, die kleine Rakete, die dort oben an dem Flügel angebracht ist, wirkt einfach sehr, sehr verloren und im Grunde genommen unnötig. Sie haben die Raketen dementsprechend dort weggenommen, haben die Raketenanzahl erhöht, die Größe erhöht, um sie dann eben in diese Boxes ein, also die Abfeuerlafetten links und rechts, Steuerbord und Backbord von dem Schiff einzusetzen. Stattdessen sind an den Flügeln jetzt übrigens Waffenaufhängungen angebracht, genauso wie an der Nase wird es eine Waffenaufhängung geben. Josh Koons selbst berichtet, dass er sagt, das Schiff soll ein sehr, sehr schnelles Schiff sein, was eben vor allem gut ausgestattet ist in Bezug auf Raketen und auch in Bezug auf Gegenmaßnahmen. Also das ist der absolute Sinn des Schiffes, eher
weniger die Waffenlast an sich, als dass man schnell aus einer Situation rauskommt. Er zeigt dazu auch die vorgesehenen Aufhängungen für die Countermeasures. Es wird eine sehr große Menge an Gegenmaßnahmen mit sich bringen, Chefs und Flares. Das heißt, man wird die Möglichkeit haben, mit den riesigen Triebwerken sehr schnell einem Gegner zu entkommen, entsprechende Gegenmaßnahmen hinter sich zu bringen, um eben nicht getroffen zu werden, anstatt dass es ein direktes Kampfschiff ist. Every time I look at this, I think about how people are going to use these as drag racers. Oh yeah, that's another design intent. Die Triebwerke der Drake Herald sind extrem massiv, auch massiver als man sie bis sonst bei Schiffen dieser Größenklasse gesehen hat. Deshalb sagt Disco Lando, er kann sich gut vorstellen, wie die Leute dieses Schiff später als Drag Racer benutzen werden. Das heißt, es mag nicht unbedingt das Schiff sein, was einen im Kurvenflug ausmanövriert, aber wenn es darum geht, schnell eine Distanz in gerader Strecke hinzulegen, wird dieses Schiff wahrscheinlich seinesgleichen suchen. Das heißt, man wird sehr schnell unterwegs sein können, auch wenn dadurch vielleicht die Möglichkeit des engen Kurvenflugs eingeschränkt ist, das ist völlig klar, aber wie man vielleicht von diesen Drag Races kennt, der ein oder andere hat sowas vielleicht schon mal auf einem Sportkanal gesehen, wie diese massiven Autos eben die so schnell wie möglich versuchen, eine gerade Strecke hinter sich zu bringen, und das ist das, was Disco Lando und auch Josh Koons dabei vorschwebt, dass sie gesagt haben, genau dafür soll die Drake Herald geschaffen sein, um sowas gut ausbauen zu können und dafür eben einen großen Geschwindigkeitsvorteil zu erlangen. Sie werden jetzt ins Innere vorgehen, dafür speichert er das Programm und legt eben jetzt fest, dass er jetzt das Innere anzeigen lassen kann, und da sind wir sehr gespannt drauf, wie das jetzt aussehen wird. So for the interior. Kommen wir jetzt also zu dem spannenden Teil des Interieurs des Schiffes. Man sieht schon, es ist hier wirklich noch eine Whitebox, das heißt, es ist alles wirklich blocked out, wie er es nennt, um eben den späteren Feinheiten noch Platz zu bieten. Das Cockpit existiert noch gar nicht, da hat er sich auch noch nicht drum gekümmert. Das kommt tatsächlich erst dann, wenn verschiedene andere Dinge des Gameplays entschieden sind. Das bedeutet, da geht es gerade um das User Interface, wie soll es aufgebaut werden. Da kümmert er sich erst drum, wenn er die entsprechenden Antworten erhält. Er zeigt uns jetzt hier sozusagen, wie man in das Schiff reinkommt. Hier ist die Einstiegsluke. Gegenüber befindet sich ein Waffenschrank, der auch wirklich angefordert wurde. Und von dort aus weiter an der Backbordseite eben die große Konsole, wo jemand vorsitzen können wird und eben zum Beispiel Sachen wie eine Tiefenraumkommunikation steuern kann. Auch andere Dinge, Daten auslesen und so weiter, wird von dort aus möglich sein. Alles ist so designt, dass man es auch wirklich in einem Field of View, also in einem Blickfeld behalten kann. Er zeigt uns da auch, was das Problem war daran, denn wenn man dort gesessen hat, so wie es vorher aufgebaut war, war der Raum so eng, dass man eben nicht mehr daran vorbeikam, beziehungsweise der arme Mann an der Konsole eben im Grunde genommen sich so mit dem Bauch gegen die Konsole lehnen musste, dass er sich wahrscheinlich übergeben musste. Dementsprechend haben sie es also etwas erweitert in der Mitte, damit jetzt auch wirklich Raum ist, durchzukommen. Er hat die Server Racks schon eingebaut. Diese werden andere Gameplay-Faktoren eben auch ermöglichen, wie zum Beispiel zusätzliche Komponenten, die eingebaut werden können, um das Schiff für seine Bestimmung auch wirklich auszurüsten. Komponenten werden sich außerdem im Boden befinden und in der Decke. All das ist jetzt an der Stelle noch nicht eingesetzt, also es sind wirklich bisher nur sehr, sehr grober Arten, das zu zeigen. Außerdem hat er weitere Server-Racks angelehnt an den Seiten und wo eben noch zusätzliche Komponenten rein können. Es gibt eine kleine Küche, wirklich mit dem wichtigsten, notwendigsten drin, natürlich eine Mikrowelle und außerdem natürlich die Dusche und das WC, wo die beiden sich dann etwas darüber unterhalten, dass hier wieder das Problem mit dem Toilettenpapier aufkommen wird, was wir schon von der Constellation und von der Starfarer kennen. Und Disco Lando zusätzlich eine kleine Abhandlung darüber bietet, dass Toilettenpapier bitte immer so aufgerollt wird, dass es von oben abziehbar ist und nicht untenrum. Ansonsten macht man es falsch, wie er so schön ausdrückt. Also das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber sie kümmern sich eben darum, dass sowas auch passiert. Wird allerdings erst mit der Greybox-Phase anfangen. Und am Ende sieht man dann eben noch, wo das Bett hinkommen soll. Das sieht momentan noch eher aus wie eine Couch. Ist auch wirklich tatsächlich nur ein Quader, der da eingesetzt ist. Da ist noch nicht viel Detailarbeit geschehen. Das wird dann mit der Weiterentwicklung des Schiffes in der Greybox-Phase sehr viel genauer sein. Aber es gibt zumindest ein Bett, was auf jeden Fall angelegt ist. Das heißt, eine Person kann dort sich hinlegen und dann eben gegebenenfalls auch speichern.
Er sagt, es ist jetzt so whiteboxig, wie es eben sein kann. Das heißt, es ist tatsächlich nur eine Box, die man bisher sieht. Aber mir persönlich stellt sich dabei die Frage, was sie in der ganzen Episode nicht erwähnen, wie es denn mit den Escape-Pods ist, ob es denn welche gibt, ob das Schiff einen Schleudersitz dafür besitzen wird, denn einen Escape-Pod kann ich hier nicht entdecken. Kann höchstens sein, dass sich eben dieses Bett dann rausschießt, wenn der Not am Mann ist. Er wird sich jetzt weiter als demnächst darum kümmern, die Decke eben zu animieren und dann eben die Bildschirme auch noch darauf abzustimmen, wie sie genau was für Informationen welcher Bildschirm enthalten soll, damit das dann animiert werden kann. Und schlussendlich, letztendlich, wie schon angekündigt, wird er sich um das Cockpit kümmern, dass das eben schick aussieht und zum Drake-Design passt. Discolando merkt dabei an, dass er sagt, so, wenn er das Schiff designen würde und für insbesondere eine faule Person wie er das wäre, würde er am liebsten einen Sitz haben, der vom Pilotensitz auf einer Schiene bis ganz nach hinten fährt, bis quasi zur Toilette. Das heißt, er muss eigentlich nicht aufstehen, wenn er irgendwo hin will, an eine Konsole, zur Toilette, an die Küche, was auch immer, sondern das fährt auf einer Schiene nach hinten. Ganz so wird es wohl nicht werden, laut Josh Koons. Das wird so sein, dass der Pilotensitz sich eben ein Stück nach hinten fährt und umdreht, damit man dann bequem aussteigen kann und dementsprechend auch wieder einsteigen kann, sodass das eben wenig Platz wegnimmt. Ansonsten würde der Pilotensitz unter Umständen irgendwo rumstehen und den Weg versperren. Ja, so viel also dazu. Das war die Episode zur Drake Herald, zum Whiteboxing. Das Schiff macht einen sehr, sehr schönen Eindruck inzwischen schon. Man kann sehen, wo die Reise hingehen soll mit dem Schiff. Es wird für viele Leute ein interessanter Part werden und ich glaube persönlich, dass es insbesondere in der Gameplay-Mechanik einen sehr, sehr wichtigen Stellenwert irgendwann einnimmt, was die Kommunikation und den Datentransfer in diesem gigantischen Universum angeht. Dafür wird sie irgendwann sehr, sehr wichtig sein. Über Geschmack lässt sich selbstverständlich streiten, ob man jetzt sagt, das Design gefällt mir außerordentlich gut, dieses Drag Racer Design, oder ist es eher ein springender Sandfloh, den man da vor sich hat. Ich bin gespannt auf euer Feedback, freue mich auf eure Kommentare zu der Episode, freue mich, wie ihr die Drake Herald findet. Ansonsten abonniert unseren Channel, bleibt dran, wenn es um Star Citizen geht. Wir danken euch auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf das nächste Voiceover, was wir für euch machen. In diesem Sinne, see you on the flight deck. Sawyer out.